Sehr geehrte Damen und Herren, ich schließe Das war dann sozusagen der Tropfen, der Stein, der den Tropfen zum Überlaufen gebracht hat. Und eine Anmerkung vielleicht noch, wenn es nicht einen Ordnungsruf dafür geben würde, dann müsste man der Kollegin Bachmann durchaus sagen, dass es eine stabile Nazi-Rede war. Hitzige Debatte im Deutschen Bundestag. Die Ex-Linken-Chefin Susanne Hennig-Welso hat der AfD-Abgeordneten Caroline Bachmann vorgeworfen, eine, Zitat, Nazi-Rede vor dem Parlament gehalten zu haben. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt ahndete diese Aussage mit einem Ordnungsruf. Frau Hennig-Welso, Sie haben in konjunktivistischer Weise die Kollegin Bachmann stabile Nazi-Rede bezichtigt. Trotz Konjunktiv bedeutet das für Sie einen Ordnungsruf, den ich Ihnen hiermit erteilen muss. In der Bundestagssitzung wurde zuvor über ein Gesetz zur Digitalisierung der Bauleitplanung debattiert. Die AfD-Abgeordnete nutzte dies zur Kritik an der Einwanderungspolitik der Regierung. Laut Geschäftsordnung kann das Parlamentspräsidium einzelne Abgeordnete zur Ordnung rufen, Zitat, wenn sie die Ordnung oder die Würde des Bundestags verletzen. Das hat jedoch keine unmittelbaren Konsequenzen. Erst beim dritten Mal wird dem betroffenen Redner sein Rederecht entzogen. Warum gibt es kein Radar links? Radar links gibt es nicht. Es gibt keine linksterroristischen Organisationen. Linke Gefährder gibt es 9. 9. Diese kann die Polizei ohne ein besonderes Radar-Tool vollkommen unter sozusagen der Aufsicht und unter Kontrolle halten. Da brauchen Sie wirklich keine Hinweise von solchen, die komplett ahnungslos sind. Und man müsste eigentlich den Antrag ja umtiteln. Der Antrag müsste heißen, haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken. Ihre Parteimitglieder, sie beteiligen sich an dem Anlegen von Feindeslisten und dem Kauf von Leichensäcken. Stichwort Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben am 27.10. im Thüringer Landtag, sprich in derselben Räumlichkeit, mit KZ-Überlebenden dem Tag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Unter anderem war dabei auch mein guter Freund Günter Pappenheim, der jetzt 94 Jahre alt ist und auch in dieser Veranstaltung erzählt hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Nazis Deutschland übernehmen konnten und so weiter. Und in diesem Moment, als das Wahlergebnis verkündet worden ist, als Herr Kemmerich das Wahlergebnis annahm, habe ich tiefe Verachtung und Schock gegenüber Herrn Kemmerich empfunden, weil ich im Kopf hatte, wie soll ich das meinem Freund Günter Pappenheim mit seinen 94 Jahren erklären, dass hier Faschisten sich ihren eigenen Ministerpräsidenten wählen. Das war dann sozusagen der Tropfen, der den Tropfen zum Überlaufen gebracht hat.